Bahn 5 Kanada, auf Bahn 4 die UdSSR. Das hier sind die Titelverteidiger Magnus Gröberud und Sverre Lorkem aus Norwegen. Sie fahren auf der Bahn 1. Gehen wir mal der Reihe nach. Die Holländer Sverd Hoekstra und Joost Adema, Dritte der Weltmeisterschaften. Die Spanier José Oyarzabal und Luis Garrido, Vierte der Welttitelkämpfe. Die Mannschaft der UdSSR, Viktor Kerzev und Genai Priushkin. Die Kanadier, Mark Evans und Mike Evans. Ulfdauer 3 und Karl Achtel aus unserer Republik. Trainiert von Klaus Ritter vom Sportclub Chemie Halle. Meier ohne. Bei der Weltmeisterschaft in Luzern im vorigen Jahr gab es diesen Einlauf. Norwegen, DDR, Holland, Spanien, BRD, UdSSR. Sie kam für viele überraschend ins Finale. Kunststoffboot und Kunststoffriemen. Gelungene Startphase, kein Fehlstart, leichte Führung für Holland. Hier die Kanadier. Die UdSSR links im Bild. Wir warten, bis die Bilder vom Katamaran zugeschaltet werden, damit wir einen Vergleich über die Positionen haben. Noch einmal vorn Norwegen, die Weltmeister und Titelverteidiger. Von unten nach oben Holland, Spanien, UdSSR, Kanada im Moment nicht zu sehen und das DDR-Boot. Ulfsauer 3 und Karl Erfel. UdSSR, Spanien, wieder zwei Holland und dort in der Mitte mit den weißen Hemden und dem dunklen, dem roten Bruststreifen die Kanadier. Die Holländer Hoekstra Adema waren in Luzern im vorigen Jahr und auch in diesem Jahr zur Rotenregatta sehr gut. Auch die Spanier hatten im Finale ein ernstes Wort mitzusprechen. Diese beiden Mannschaften dort an Bord vorn die Holländer. Man orientiert sich nach der Kiellinie im Wasser. Alle Boote liegen gut. Die UdSSR und die DDR in Führung. Vorn mit der 2 ab und zu erscheint die Bootsspitze. Die Holländer. Die Titelverteidiger Gröberud und Loken aus Norwegen liegen zurzeit auf Platz 4, aber das will überhaupt nichts besagen. Wie im vorangegangenen Rennen, die Norweger haben nun mal diese Taktik, erst auf dem letzten Drittel der Strecke zu kommen. UdSSR, Bild Mitte, links die DDR.
Jetzt haben wir den Vergleich bei 1000 Meter. Berwerze von Priuskin. Vor Ulfsauer Brei, Karl Hertel. Vor den Holländern und den Norwegern. Dann die Spanier und dann die Kanadier. Nach einem Kilometer also. In dieser Klasse, im Zweier ohne Steuermann nach 1000 Metern, diese Positionen. UdSSR, DDR, Holland, Norwegen, Spanien, Kanada. Unverändert, 800 Meter vor dem Ziel. Diese Klasse wurde ja bis 1980 von den Gebrüdern Landvogt bestimmt und beherrscht. Von 1974 bis 1980. Es gab schon einmal einen sowjetischen Sieg 1981 bei den Weltmeisterschaften durch die Gebrüder Pimenov. Und heute könnten Perwerzew oder Priuskin gewinnen. Das sowjetische Boot im Vorjahr, letzte des Finals. ...500 Meter vor dem Ziel. Reichliche Länge mit einer hohen Schlagfrequenz. Die Norweger jetzt deutlich auf Platz 3. Der Endspurt der Norweger kündigt sich an. Werden sie ihren Vorsprung halten können? Der Perwerzew und Priuskin haben ein sehr hohes Tempo vorgelassen. Sie waren sehr schnell auf den ersten 1000 Metern. Kreberoth-Loge. Die Norweger auf Verfolgungsjagd. Sie kommen ganz deutlich auf. Oben, das waren wir. Blick nach vorn zur UdSSR. Kampf um die ersten drei Plätze zwischen der UdSSR, der DDR und Norwegen. Dann die Holländer, dann die Spanier und die Kanadier. Doch schon ein bisschen klar distanziert. Das sowjetische Boot wird ein bisschen langsamer, aber es führt noch. 250 Meter vor dem Ziel. Packendes Finish dieser drei Boote. Jetzt kommen wir auf der Außenbahn auf. Ulf Sauerbrei und Karl Hertel erreichen das sowjetische Boot. Auch die Norweger kommen. Ulf Sauerbrei und Karl Hertel gehen leicht in Führung vor der Zieltribüne und werden Weltmeister in der Tat. Gefolgt vom Boot der UdSSR und von Norwegen. Dann die Holländer. Dann die Kanadier und nun die Spanier. War das ein Finish auf den letzten Metern? Über eine Länge lagen sie zurück. Über eine Länge. 3 Sekunden noch 500 Meter vor dem Ziel. Und dann packten sie alles auf die Blätter. Zogen hier 200 Meter vor dem Ziel am sowjetischen Zweier vorbei und gewannen den Weltmeistertitel. Hier noch einmal der Zieleinlauf von Ulf Sauerbrei und Karl Hertel. Eine unerhört kämpferische Leistung, gefolgt vom Boot der UdSSR und von Magnus Kreberoth Sverreloken, den Titelverteidigern aus Norwegen. Dann die Holländer. Und hier sind die Sieger. Glückwünsche an Ulf Sauerbrei auf Schlag rechts und Karl Hertel, an Trainer Klaus Ritter vom Sportclub Chemie Halle. Im Vorjahr Zweite und nun die Besten.
Noch einmal eine Studie dieses Rennens. Viktor Peredwerzew und Gennady Bryuskin. Über 3 Sekunden lang der Vorsprung vor dem Ziel. Und diese 3 Sekunden haben diese beiden wettgemacht. Und noch 2 Sekunden zugepackt. 5 Sekunden haben wir.